Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Recon Wildlands. Jo! Letztes Mal haben wir endlich El Muerto, irgendwas, warte. Diesen Knaben da platt gemacht. Oder getötet. Und jetzt, wollen wir den Leichnam von den DEA Agents abholen. Oder suchen. Und dann gehen wir wieder in Richtung Produktion. Also wir könnten zwar jetzt schon den Boss töten. Oder ich weiß nicht. Also zu dem gehen und die Geschichte beenden. Aber ich würde die letzten Geschichtsdinger noch mitnehmen. Da ist eine montierte Waffe. Aufpassen, da ist dein Geschütz. Hab noch einen Tango. Ich gehe in Position. Ich brauche eine bessere Position. Ziel markiert. Ziel erfasst. Schieße! Es klingt immer so. Also eine Mischung aus Schüsse und Scheiße. Hey, Kartellschütze! Wir sind da. Ist nicht das erste Mal, dass wir Tote bergen. Ihr wisst, worauf ihr achten müsst. Ja. Ich sehe ein zweites Ziel. Noch ein dritter. Runter, bevor sie dich sehen. Ich sehe einen Narko am Eingang zum Lager. Super, Mörser. Oh Gott, riecht ihr das? Das muss halt mega stinken. Oh. Ja, ich schalte hier mal alle aus. Das war knapp. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Hey, wir haben eine Naht am Schießstand. Da ist eine montierte Waffe. Ja, aber ohne Schüsse bringt das nicht viel. Gut. So. Da ist ein Container. Ich brauche Deckung. Hab dich. Da ist eine montierte Waffe. Wahrscheinlich ist er da drin. Ich hab hier was. Ich seh's mir an. Sehr eingeschätzt, Tom.
Igitt. Das ist er nicht, es sei denn, er hatte ein Selena-Tattoo im Nacken. Ich wette, der ist da drin. Einen Mann so enden zu sehen. Wir können froh sein, dass wir ihn gefunden haben. Bowman wohl auch. Bowman, wir wissen, wo Sandovals Leichnam ist. Ich sende Ihnen den Standort. Danke. Ich schicke ein Team, das ihn abholt. Ich will nur, dass er nach Hause kommt. Leider kenne ich das Gefühl. Nomad Ende. Freedom. Helikopter? Soll nun kommen. Ah, da hinter ganz oben. Okay. Gut. Dann haben wir das geschafft. Jetzt kommt er nach Hause. Und dann... hier ist auch irgendwie nichts, oder? Produktion... Ja, wir sind halt genau in der Mitte zwischen den beiden, also... Ja, machen wir erstmal das da und dann das da. 7,4 Kilometer mit dem Heli. Ich mach das, ich fliege. So, auf denn los. Ich bin mal so ge... Ich bin mal so gespannt, wie das Ende ist. Also, weil, ich weiß nicht, also wenn, also hier, wir machen ja alles hier weg. Also, ich glaube, wenn man, ich weiß nicht, wie realistisch das Ende ist, aber wenn wir, den El Sueño jetzt wegmachen würden, ohne dass wir jetzt die Produktion komplett lahmlegen würden, dann könnte es doch sein, dass dieser alte Knacker, der letzte von der alten Garde, sage ich mal, also der letzte, die letzte rechte Hand von El Sueño, dass die halt dann einfach die also die Macht an sich reißt und dann hier eigentlich überhaupt nichts erreicht hat oder erreicht wurde, also quasi das Sueño einfach von dem nächsten ersetzt wird. Schon wieder so eine komische Explosion, einfach so. Ja, ich weiß nicht. Oder es ist halt so, dass... Warte mal. Wir sind schon mittendrin. Oder es ist also, dass halt Ende gut, alles gut. Aber ich weiß halt nicht. Dass hier so gehandhabt wird. Bowman, wir sind in der Provinz Tabacal. Was haben Sie für uns? Tabacal war mal ein wichtiger Kaffeeproduzent. Aber vor ein paar Jahren hat Santa Blanca die Kaffeebauern gezwungen, Cocaleros zu werden. Und nur noch für das Kartell anzubauen. Wer ist das Ziel? Ein Kartellboss namens Madre Coca. Die Cocaleros haben furchtbare Angst vor ihr.
Sehen Sie sich das Video an, das ich geschickt habe, und Sie verstehen, warum. Sie führt Tabakal wie ihr eigenes Minikartell. Produktion von Coca-Blättern, Vertrieb mit Trucks und Zügen sowie genug Aufpasser, um die Cocaleros bei der Stange zu halten und die Konvois zu sichern. Alles gnadenlos effizient. Ich stehe mit einer kleinen Rebellengruppe in Kontakt. Sie wollen uns helfen, wenn wir unsere guten Absichten zeigen. Und was schlagen Sie vor? Gewinnen Sie Ihr Vertrauen. Erstens, ein alter Cocalero namens Chavez hat versucht, die Bauern gegen das Kartell zu vereinen. Er soll in der landwirtschaftlichen Kooperative eine Rede vor den Cocaleros halten. Kontaktieren und schützen Sie ihn. Was noch? Zweitens bezieht das Kartell sein Coca in dieser Provinz von einer einzigen Farm. Überfallen Sie deren Leute, wenn Sie es abholen. Das ist ein Signal an die Cocaleros und stört Madre Cocas Produktion. Mhm. Ruperta Faro, Madre Coca. Früher wurde in Tabakal Kaffee angebaut, aber die Kartelle haben den Wechsel auf Coca forciert. Viel profitabler. Um mit Kaffee das gleiche Geld zu machen wie mit Coca, müsste man sich in Cafés die Böhnchen kiloweise durch die Nase ziehen. Madre Coca wuchs als Raspachina auf, als Coca-Pflückerin. Auf illegalen Coca-Farmen gibt es kein Gesetz gegen Kinderarbeit. Es war eine einzige brutale Tortur. Sie hatte einen Sohn, dem es einmal besser gehen sollte. Pech gehabt. Pablo starb an einer Überdosis. Wie kommt eine Mutter damit klar, das Produkt anzubauen, das ihr Kind getötet hat? Den meisten öffnet es die Augen und sie ändern ihr Leben. Für Madre Coca war es genau das Gegenteil. Sie ließ ihre Wut an den Leuten in Tabakal aus, zwang ihnen die Entbehrungen auf, die sie selbst erlebt hatte. Und wie jeder Tyrann expandierte sie ihr Reich. Das brachte die Leute gegen sie auf. Kein Problem. Mit El Jajos Rückhalt wurde sie eine mächtige Frau im Kartell. Und die Menschen lernten ihre Lektion. Leg dich nicht mit Mama an. Alter. Oh, wie die schon aussieht. Was ist los? Gut, so, also, das ist einmal, genau, das mit, dem, der Plantage, und das ist mit dem, Geschäftsführer, genau, mit dem Überzeugen, genau. Puh, gut. Dann machen wir erstmal das. Ein respektierter Cocalero namens Chavez will die Einheimischen gegen Madre Coca aufwiegeln. Wir müssen ihn um jeden Preis am Leben halten. Das klingt nach Action. Aber das ist schon krass, dass die dann, also nach dem Tod ihres Sohnes, dass sie halt dann wirklich nicht aufgewacht ist, sondern halt ja, das Gegenteil, dass sie halt... Ich check das nicht. Also von wegen so, ihr seid schuld und keine Ahnung warum. Naja, okay. Gut, dann wollen wir den mal schützen. Das ist ja... Wir nähern uns jetzt der Kooperative. Da ist Chavez, wahrscheinlich hält er gleich seine große Rede. Er zeigt dem Kartell wohl eher den Mittelfinger. Der Kerl hat Eier, das muss man ihm lassen. Gut, bringen wir ihn zur Vernunft, bevor es ungemütlich wird. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Weil hier ist eine Munitionskiste. Hey. Wer zum Teufel seid ihr? Kommt ihr von Madre Coca? Erwarten Sie Ärger, Senor? Oiga, Sie haben mir nicht geantwortet. Keine Sorge, ich will Sie von einem großen Fehler abhalten. Fehler? Usted que sabe. Seit wann ist es falsch, seinem Volk zu helfen? Wenn Sie diese Rede halten, werden Menschen sterben. Ganz einfach. Madre Coca schickt ihre Leute und dann wird es blutig. Also soll ich schweigen? Ist das die Antwort? Se equivoca. Dann sind Sie nicht besser als Madre Coca. Geh mir aus dem Weg, Gringo. Ich muss zu meinem Volk sprechen.
Hier Nomads, wir sind bei der Kooperative. Chavez hat unsere Warnungen ignoriert. Er will bald zu den Cocalero sprechen. Die Rebellen sagen, Chavez sei ein waschechter Revolutionär. Er ist so gut wie tot. Das Kartell wird nicht tatenlos zusehen. Halten Sie Chavez auf jeden Fall am Leben. Dann wissen die Rebellen, dass wir ihnen wirklich gegen Marta de Coca helfen wollen. Okay. Na schön. Vor dem Kartell waren wir unsere eigenen Herren. Hombres libres. Sembrábamos café. Bestellten unsere Felder mit Stolz. Und was sind wir jetzt? ¿Qué nos ha hecho? Alle auf den Boden. Hinlegen. In Ordnung? Eröffne Feuer. Hä? Wo ist der? Ah, da. Jetzt geschaut. Oh Gott. Das war gerade ein bisschen durcheinander. Gut. Okay. Dann let's go again. Let's do it again. So. Ja, also der Sprecher ist auf jeden Fall ziemlich sauer. Also wenn er sagt, dass wir nicht besser sind als diese kranke Frau. Ja gut. Ja, da fällt es einem schwer, denen dann zu helfen. Ey, du. Ey, du. Wer zum Teufel seid ihr? Kommt ihr von Madre Coca? Erwarten Sie Ärger, Senor? Oiga! Okay, auf den Einsatz konzentrieren. Oiga! Sie haben mir nicht geantwortet. Keine Sorge, ich will Sie von einem großen Fehler abhalten. Fehler? Usted que sabe. Seit wann ist es falsch, seinem Volk zu helfen? Wenn Sie diese Rede halten, werden Menschen sterben. Ganz einfach. Madre Coca schickt ihre Leute und dann wird es blutig. Also soll ich schweigen? Ist das die Antwort? Se equivoca. Dann sind sie nicht besser als Madre Coca. Geh mir aus dem Weg, Gringo. Ich muss zu meinem Volk sprechen. Hier Nomads, wir sind bei der Kooperative. Chavez hat unsere Warnungen ignoriert. Er will bald zu den Cocalero sprechen. Die Rebellen sagen, Chavez sei ein waschechter Revolutionär. Er ist so gut wie tot. Das Kartell wird nicht tatenlos zusehen. Halten Sie Chavez auf jeden Fall am Leben. Dann wissen die Rebellen, dass wir ihnen wirklich gegen Marta de Coca helfen wollen. Okay. Na schön. Vor dem Kartell waren wir unsere eigenen Herren. Hombres libres. Sembrábamos café. Bestellten unsere Felder mit Stolz. Und was sind wir jetzt?
¿Qué nos ha hecho esta diabólica mujer? ¿Qué nos ha hecho Madre Coca? Ich sage es euch. Sie wir sollten die Waffen unten halten, damit wir keinen erschrecken. Wir bauen Coca an zur Sicherheit unserer Familias, nuestros hijos. Wir leben in ständiger Angst. Das ist falsch. Wir verdienen Besseres. Esto, camaradas, debe parar. Tapfere Seelen erheben sich gegen Madre Coca. Alle auf den Boden. Hinlegen. Ich schieße auf die Ärsche. Das ist ein Zivilist! Pass gefälligst auf! Hä? Ja, was macht denn da oben ein Zivilist bei dem... Ah, oh, so dumm. Jetzt stirb. Entschuldigung. Checkt Verstärkung. Wieso eigentlich die Unidad? Markiert, aber da ist auch ein Zivilist. Sauber hier drüben. Diese Sniper. Bowman, erledigt. Chavez ist sicher. Gute Arbeit. Graben Sie weiter nach Infos über Madre Cocas Organisation. Wohin die Coca-Blätter gehen und wo sie vor dem Transit gelagert werden. Verstanden, wir sind dran. Ah, stimmt. Ja, wir sind. Wir haben ja einmal gefailt. Und deswegen ist da kein Helikopter mehr. So. Genau, weiter graben. Das werden wir definitiv tun. Wir können natürlich auch erstmal den Helikopter holen. Das können wir zu Fuß machen. Ich glaube, zu Fuß ist das sogar schneller. Oder wahrscheinlich ist es gleich schnell. Wie mit dem Auto. Vorbei. Wobei. Ich fahre. Ciao. Oh, hey. Ich fahre einfach kurz die Schienen entlang. Das sieht die Drohne ist oben. Nach ein bisschen. Hier ist ein Tango. Viel. Für so ein kleines Ding. Sicario-Führer entdeckt. Machen wir dem Pisser Angst, damit er sie ein bisschen verbreitet. Ja. Nichts lieber als das. Espérate,
Hier ist deine Waffenkiste. Wir haben sie aufgescheucht. Fuck, die Ihr Leutnant rennt weg! Ja, das hat nicht so geklappt. Hier drüben alles sauber. Tja. Ich habe eine neue Pistole. Schön. Ja. Das hat nicht geklappt. Schade. Der musste sich ja auch gerade. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Umdrehen. Na gut. So, dann würde ich sagen, wir fliegen los zum ersten Tipp. Ich bin der Pilot. Jawohl. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, diese Folge haben wir nicht viel erreicht, das stimmt. Aber dennoch haben wir ein bisschen so ein Redner gerettet oder geschützt oder wie auch immer. Genau, jetzt schauen wir mal, was wir noch so alles über diese Tante rausfinden können. Aber erst nicht mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.